Herzlichen Dank, Professor Thelen. Ich darf die Vertreter der Bürgerstiftung Neuss auf die Bühne bitten und dazu noch Dr. Haumann und Dr. Alfred Lockler ist stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der aktiven Bürgerschaft und auch hauptberuflich bei der WGZ Bank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und während das Foto gleich gemacht wird, kommen Sie bitte hier ein bisschen in die Mitte, stellen Sie sich zusammen, dann ist das besser für den Fotografen, so ein bisschen dichter gedrängt. Und ich stelle Ihnen vor, wer auf die Bühne gekommen ist, und das ist wirklich eine Herausforderung für mich, Monique Abels-Koch, die Gründerin der Bertolt-Koch-Stiftungsfonds, haben wir gerade gehört, Emido Raggi und Ralf Fourmont, Seniorpartner, Beate Roderigo, Vorsitzende, und Ika Weißenfeld-Thiemann, Schulsozialarbeiterin an der Hauptschule Gnadental, und Anja Segovia, die Klassenleiterin. Herzlichen Glückwunsch nochmal, der Fotograf, bitte. Alle Bilder sind